250 Gramm TK Himbeeren, 120 Gramm Zucker, 6 Blatt Gelatine, 250 Gramm Speisequark, Klammer auf 20% Fett, Klammer zu, 500 Gramm Mascarpone, 200 Milliliter Sahne, 350 Gramm Löffel Biskuits, 100 Milliliter Himbeergeist, Klammer auf alternativ verdünnter Himbeersirup, Klammer zu, 90 Gramm Pistazien, fein gemahlen, 150 Gramm frische Himbeeren zum Verzieren, die Himbeeren antauen lassen und mit dem Zucker fein pürieren. Die Mischung durch ein feines Sieb streichen. Die Gelatine nach Packungsanweisung einweichen. Quark und Mascarpone verrühren. Die Sahne steif schlagen. Die eingeweichte Gelatine ausdrücken und tropfnass in einem kleinen Topf bei geringer Hitze schmelzen. Mit 2 Esslöffel Himbeersoße verrühren. Dann mit der restlichen Himbeersoße mischen. Unter die Mascarpone-Quark-Mischung rühren, die Sahne unterziehen. Löffel Biskuits jeweils in 4 Stücke schneiden. Eine Springform, Klammer auf 22 cm 0 Klammer zu, mit Frischhaltefolie auskleiden und den Boden mit der Hälfte der Biskuitstücke aufrechtstehend belegen. Mit der Hälfte vom Himbeergeist beträufeln und 30 Gramm gemahlene Pistazien darüber streuen. Die Hälfte der Creme darauf glatt streichen. Die restlichen Biskuitstücke restlichen Himbeergeist und weitere 30 Gramm Pistazien darauf verteilen. Die restliche Creme darauf glatt verstreichen. Torte im Kühlschrank mindestens 4 Stunden fest werden lassen. Vor dem Servieren Tortenrand vorsichtig ablösen, die Torte auf eine Platte setzen. Mit Frieschen Himbeeren und restlichen gemahlenen Pistazien verzieren und schnell anrichten.